Oh nein, meine Kappe. Warte, ich muss nochmal rein. So, wir sind jetzt auf dem Weg rein nach San Pedro de Atacama. Wir sind gerade von unserem Hostel los und wir leihen uns heute Mountainbikes aus und fahren in die Wüste. Eigentlich wollten wir gestern schon ein Fahrräder ausleihen, aber genau, das hat irgendwie nicht so geklappt. Generell war gestern nicht ganz so unser Tag. Nee. Weil wir sind hier angekommen und irgendwie... Also sind wir vorgestern gemerkt, angekommen. Ja, und wir haben gestern gemerkt, dass das Land so ganz anders tickt als vorher Bolivien und Peru. Und irgendwie ist der Ort hier auch sehr touristisch. Also wir sind super auch erstmal essen gegangen und haben auch erstmal einen Schock bekommen, wie teuer das hier ist. Und das hat dazu geführt, dass wir dann entschieden haben, dass wir jetzt erstmal alles selbst kochen im Hostel. Was aber auch gar nicht so einfach war, weil wir dann erstmal einen Supermarkt finden mussten. Und das war in dem touristischen San Pedro de Atacama auch nicht so einfach. Und der Witz ist, die letzten 4-5 Wochen sind wir immer auf Märkte gegangen, weil es viel billiger war. Gibt's hier nicht. Hier gibt's keinen Markt. Nur da waren wir schon mal. Touri-Krempel. Ja, genau, nur mit so Ramsch, aber nicht mal schöne Souvenirs oder so, sondern auch so dummes Zeug einfach. Ja. Bevor wir jetzt Fahrräder ausleihen, müssen wir jetzt noch mal kurz uns informieren, wie das so ist, wie wir hier wieder wegkommen. Und zwar am Montag fliegen wir von Calama nach Santiago und wir müssen irgendwie mit dem Bus nach Calama kommen. Yay, wir haben Fahrräder! Put, put! Es ist wahnsinnig cool hier. Wir sind hier in so einem kleinen Tal jetzt angekommen. Schöner Helm übrigens, ich weiß, danke. es ist unfassbar trocken. Okay, es ist eine Wüste, aber es sieht schon echt richtig cool aus hier. Auch lustig, wir sind jetzt einmal quasi durch das Valle del Mate durchgefahren, ohne dass wir es wussten. Also wir kamen sozusagen von hinten und sind da einmal durchgefahren. Ist auch ziemlich cool, also es ist eine echt schöne Fahrradtour, voll interessant und man zahlt keinen Eintritt. Und das letzte Stück geht jetzt nur noch hier bergauf zu Fuß. Da kommen wir mit dem Fahrrad nicht mehr so weiter. Aber dann sind wir gleich auch auf so einem Aussichtspunkt. Und da soll man einen ganz guten Blick so haben über hier die Gegend. Wir waren jetzt hier in dem Catapel Nationalpark und zwar sind wir gefahren hier mit dem Fahrrad, also von hier unten sind wir gekommen, sind hier sehr hoch gefahren, sind zweimal über den Fluss und dann hier nach rechts zu diesem Quebrada de Culacao und da gibt es auch irgendwo so ein, das muss irgendwo hier sein, da ist dann auch eine Bergspitze und da sind wir eben drauf gewandert. War super. Und jetzt geht's zurück.
wir sind zurück. Also es ist jetzt 8 Uhr abends fast. Wir sind schon ein bisschen länger zurück. Es war echt ein mega schöner Ausflug. Wir hatten die Fahrräder ja für 6 Stunden ausgeliehen und sind dann ja, einfach so ein bisschen rumgefahren und haben dann, sind dann quasi zufällig zu einer Sehenswürdigkeit gefahren. Und ja, das war so ein kleiner Park, wo man dann ja, in so eine Schlucht reinfahren konnte. Und die haben uns am Eingang eigentlich gesagt, dass man da quasi durchläuft und die Fahrräder am Eingang stehen lässt. Und wir sind dann einfach mit den Fahrrädern durchgefahren. Und das haben auch ganz viele andere gemacht. Das war echt mega, mega schön. Echt gelohnt, kann man sehr empfehlen. Kann man mit Fahrrädern nicht gut machen und der Eintritt kostet nur 3000 Pesos pro Person, also 3 Euro ungefähr, ein bisschen mehr. Also war echt cool. Genau, und das Einzige, was jetzt schade ist, wir wurden gerade angerufen, dass unsere Stargazing-Tour abgesagt wurde, weil es heute wolkig ist. So ein bisschen schade, weil wir uns schon sehr drauf gefreut haben. Aber vielleicht findet sie morgen statt, wenn das Wetter besser ist. Mal gucken. Einen wunderschönen guten Morgen. New day is a new bike day. Wir haben wieder Fahrräder ausgeliehen. Genau. Die sind diesmal ein bisschen besser als die wir gestern hatten. Die gestern haben so ein bisschen gehakelt und gequietscht. Aber es war okay. Ja. Okay. Was wir heute vorhaben ist, wir fahren in das Valle de la Luna. Genau. Und dafür muss man so online vorher Tickets besorgen. Das haben wir gemacht gestern. Und ja, deswegen fahren wir da jetzt hin und bis 13 Uhr müssen wir auch drinnen sein, weil dann schließen die anscheinend die Tore für uns. Genau, deswegen müssen wir jetzt mal los. Ein bisschen beeilen. Aber es sind auch nur 12 Kilometer, ungefähr 10 Kilometer vielleicht jetzt. Wir sind nämlich schon aus dem Ort rausgefahren. Das heißt, es ist nur ein Katzensprung und kann man super mit dem Fahrrad machen. Genau. So, jetzt sind wir hier an dem Ticketschalter sozusagen, an dem Ticket-Office. Das ist hier drüben. Und ja, hier wurde eben unser Ticket kontrolliert und Fieber gemessen und so. Und wir mussten uns noch in so eine Liste eintragen. Und es scheint wirklich so zu sein, dass man vorher so ein Online-Ticket buchen muss. Yay! Weil Safira freut sich, genau. Ja. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier gleich reinfahren dürfen. Wir sind drin! noch nicht. Doch. Und ja, genau, also weil man scheint hier nicht ein Ticket vor Ort kaufen zu können. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber naja, wir haben es zum Glück geschafft, gestern noch online das zu machen. Und ja, jetzt geht's hier gleich rein. Genau, und wir vermuten halt, dass das so eine Corona-Richtlinie ist, dass quasi diese Nationalparks jetzt quasi vorher so ein Kontingent haben an Plätzen. Und dass man deswegen vorher buchen muss und nicht mehr einfach herkommen kann. Da, vermutlich wegen Besucherzahlen, keine Ahnung, Abstandsregeln. Die Chilenen sind hier auch ziemlich krass. Also du hast hier auch überall, wir mussten jetzt sogar Temperatur messen. Das ist ja in Deutschland irgendwie gar kein Ding. Das ist hier aber irgendwie überall. Also jedes kleine Café hat so ein Temperaturmessgerät und alles. Also sie sind hier strenger als zu Hause. Deutlich strenger, ja. Egal, wir fahren jetzt mal rein. Ja. Yeah. So, wir laufen jetzt hier hoch zur Duna Mayor. Unten mussten wir unsere Fahrräder stehen lassen. Das ist jetzt hier so das erste Highlight. Die Fahrradtour bis hierher war richtig cool. Ja, man hat immer mal wieder jemanden gesehen, aber eigentlich war es total leer. Und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass heute Sonntag ist. Die nennen das hier Mirador 1 und Mirador 2. Und wir sind jetzt auf dem ersten Mal oben. Schaut mal.
Wir sind auf der Düne drauf. Okay, auf dem Teil, den man betreten darf. Also man darf hier gar nicht die ganze Düne betreten, weil hier stehen immer ganz viele Schilder. Die sehen so aus. Und natürlich darf man da hinten nicht hin. So, pass auf! Das sieht einfach hier aus wie ein Postkartenmotiv. Das ist einfach nur Wahnsinn. So, wir sind zurück in San Pedro. Der Ausflug war echt schön, hat sich echt gelohnt, war super. Können wir echt empfehlen, mit dem Fahrrad da rauszufahren. Ist natürlich auch anstrengend, ist ja klar, aber macht echt mega Spaß und man kann einfach stehen bleiben und Fotos machen. Und wie gesagt, heute war echt wenig los, deswegen war echt sehr cool. Fahrradfahren in der Wüste. Check. Genau. Jetzt holen wir uns noch einen schönen Kaffee und dann entspannen wir noch ein bisschen und morgen fliegen wir dann auch schon weiter. Wir sind gerade ein bisschen traurig, kommen gerade aus der Stadt zurück. Wir hatten ja gestern die Astronomico-Tour geplant und die wurde gestern abgesagt, weil es bewölkt war. Das war schade, aber sie haben dann gesagt, wir können es heute Abend machen. Dann wurden wir gerade wieder benachrichtigt, dass die Tour wieder abgesagt wurde. Voll schade. Und jetzt sind wir gerade zurück in die Stadt, um quasi das Geld von der Organisation abzuholen. Und haben noch die ganzen anderen Touranbieter abgeklappert, weil wir doch noch, also versuchen wollten, doch noch eine Tour zu kriegen. Aber die waren alle entweder auch gecancelt oder voll. Und deswegen machen wir es jetzt leider nicht. Ist ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite, wir waren ja, als wir in der Uyuni-Wüste waren, waren wir die eine Nacht in den heißen Quellen und haben da die Milchstraße beobachtet und auch ganz viele Sternschnuppen gesehen. Das war halt auch mega schön. Deswegen, ja, also wir haben die Milchstraße in der Atacama-Wüste gesehen. Zwar nicht durch ein Teleskop, aber es war trotzdem schön. Und da wir sowieso Hunger haben und ja von der Tour, von der Fahrradtour heute ein bisschen müde sind, ja, passt uns das jetzt gar nicht so ganz schlecht. Ja. Und ja, jetzt machen wir uns was zu essen, schauen noch den Sonnenuntergang hier an von der Dachterrasse und ja, dann geht es glaube ich auch schon bald ins Bett. Weil wir morgen leider früh raus müssen. Genau. Unser Bus nach Calama zum Flughafen geht um 7.30 Uhr. Guten Morgen. Wir sind jetzt im Bus nach Santiago. Also nie nach Calama und dann fliegen wir nach Santiago natürlich. So rum, genau. Hallo. Wir sind in Santiago angekommen. Yes. Yay! Und es ist richtig schön hier. Ja. Und der Flug war auch gut. Ja, zweistündiger Flug, ganz entspannt. Und jetzt sind wir quasi gefühlt mitten in Chile, nicht mehr nur im Norden. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wir sind ja gestern in Santiago angekommen und haben dann erstmal unser Hostel bezogen, haben uns dann noch was zu essen gesucht und ein bisschen Kaffee. Stimmt, und die Gegend ein bisschen erkundet. Wir wohnen hier auch in einem sehr schönen Viertel. Und heute Morgen haben wir dann erstmal weiter Reise geplant und unsere Flüge gebucht. Genau, alles organisiert. Wir fahren dann ja noch nach Valparaíso und dann wieder zurück hier nach Santiago und fliegen von hier dann nach über Panama nach Costa Rica, also nach San José. Ja, heute wollen wir ein bisschen Santiago erkunden. Hier gibt es mehrere coole Märkte, da wollen wir hin. Mal schauen, wurde uns empfohlen. Wir sind gespannt. Und wir wollen noch auf so einen Berg hochfahren mit so einer Seilbahn. Thank you.
So, wir sind jetzt hochgefahren auf den Cerro San Cristobal. Das ist hier so ein kleiner Hügel oberhalb der Stadt. Und da geht so eine Zahnradbahn hoch, mit der sind wir jetzt hier hochgefahren. Und ja, heute Morgen waren wir so ein bisschen in der Stadt unterwegs, haben uns so ein bisschen orientiert, so ein paar Sachen angeschaut. Und ja, jetzt sind wir hier oben und haben einen sehr schönen Blick über die Stadt. Heute gemacht? Wir waren halt shoppen. Was haben wir denn geshoppt? Schuhe. Guten Morgen. Da hinten steht der Felix. Wir sind gerade am Packen. Wir waren jetzt 3 Nächte in Santiago. Fahren jetzt wieder weiter. Also wir checken gerade aus. Und wir müssen heute früh, also heute Morgen um 10 Uhr aus dem Hotel hier raus sein, weil die machen ja irgendwie so eine Schädlingsbekämpfung. Ja, Bekämpfung von irgendwas. Genau, und wir gehen jetzt einen Kaffee trinken und dann fahren wir zum Busterminal und fahren mit dem Bus von Santiago nach Valparaíso. Valparaíso. Genau. An die Küste. So, wir laufen jetzt zum Busterminal und beziehungsweise... Wir laufen zur U-Bahn. Ja, wir laufen zur U-Bahn und dann fahren wir mit der U-Bahn zum Busterminal. Und dann geht's auch schon weiter nach Valparaíso. Yeah. Yeah.